Ja, hallo liebe Freunde des Prügelns und Schlachtens und Metzelns in Japan. Ich zeige euch ein 2 gegen 2, ziemlich coole Schlacht. Es ist schon ein Weilchen her, dass die Schlacht stattgefunden hat, muss ich sagen. Hat auf Saga-Fluss stattgefunden. Ich spiele zusammen mit Hunting Command vom Clan VMS und Helkanis, den kennt ihr alle. Er spielt mit einem anderen Spieler, mit Killerfish. Killerfish dürften auch die meisten kennen, die sich so ein bisschen für Shogun interessieren. Die Schlacht, die ist wirklich witzig. Die zeige ich euch echt einfach, weil sie witzig ist. Nicht mal unbedingt einfach, weil es irgendwie sehr lehrreich wäre oder weil man hier viel, was rausziehen kann. Aber die Schlacht, die dauert ziemlich lange. Also könnt ihr euch schon mal Chips holen oder was. Und sie ist wirklich interessant. Saga-Fluss vielleicht zur Map, taktisch anspruchsvolle Map, wie ich finde. Schrein, in der Mitte das Bogendojo und hier drüben das Bauernhaus. Ich gehe ganz kurz durch die Builds. Helkanis, eine 14.000 Kokoschlacht, klar. Helkanis, wir sehen hier leichte Kavallerie. Naginata-Begleiter, er hat Yari-Kavallerie, Level 6. Dann hat er portugiesische Tercios, das ist eine Lundeneinheit. Die hat er auf 125er Range geskillt, die ist ziemlich teuer. Naginata-Begleiter, Schwertbegleiter, leichte Kavallerie. Dann hat er hier Kavallerie der Naginata-Kriegermönche, Level 7. Er hat Lundenschloss-Kriegermönche, Naginata-Begleiter. Dann hat er Naginata-Kriegermönche, seine starken. Noch mehr Naginata-Kriegermönche, Level 6. Naginata-Kriegermönche, Level 5. Sein General Wallenstein hier hinten. Noch mehr Naginata-Kriegermönche, also eine Mönchsarmee mit Lunden und mit Kavallerie. Killerfish, eigentlich typisches Setup für ihn. Ziemlich leichtes Setup eigentlich, gut durchmischt. Yari-Kavallerie, Level 5. Nagi-Kavallerie, Level 7. Dann General mit Bogen, 200er Range, gefährlich. Leichte Kavallerie, Yari-Kavallerie, leichte Kavallerie. Dann hat er Lundenschloss Samurai. Er hat Long-Yari Ashigaru, Level 7. Ohne Hold Firm, Nagi-Begleiter, Kriegermönche Level 6, Lundenschloss, Kriegermönche 5, Naginata-Begleiter, Kugelsicherer Samurai Level 6, Lundenschloss Samurai, Yari Ashigaru Level 9 mit Hold Firm, nein, mit Motivieren. Und noch mehr Lundenschloss Samurai und Marathonmönche, also schönes Killerfish Setup. Ja, und die Armee von mir und vom Hunting Command. Ich habe hier leichte Kavallerie, mein General, das ist Bogen und Nahkampf. Yari Kavallerie 5, Kriegermönch Kavallerie 4, dann habe ich Wuku Kämpfer Level 6. Dann habe ich eine Lunte mit 125er Range, Naginata Begleiter, Long Yari Ashigaru Level 7, Nodachis Level 2, noch mehr Nodachis Level 2. Dann habe ich hier Nodachis Level 2, ich habe Yari Ashigaru Level 4, ich habe Nagi Begleiter, ich habe Lundenschloss Samurai nicht gelevelt und noch mehr Kavallerie, Yari Kavallerie, Feuer Kavallerie Level 9 und noch mehr leichte Kavallerie. Und wir beziehen jetzt hier bei diesem Hügel Stellung, der Hunting und ich, weil das Schrein einfach ein wichtiges Dojo ist, ganz einfach. Hunting mit seinem General hier, das ist Nahkampf und Moral, leichte Kavallerie. Wir haben Feuerkavallerie Level 2, nicht so hoch geskillt. Hier im Wäldchen Naginata Begleiter und Lundenschloss Ashigaru Level 6. Er hat Lundenschloss Ashigaru Level 6. Dann haben wir nochmal Kugelsicherer Samurai Level 4. Nodachi Level 6. Naginata Begleiter. Dann hat er noch mehr Nodachis Level 6. Nochmal zwei Stück. Er hat Long Yaris Level 3. Er hat Lundenschloss Kriegermönche mit 125er Range und viel Kavallerie, leichte Kavallerie, Yari Kavallerie. Yari-Kavallerie, jawohl, das sind die Setups. Ziemlich ähnliche Setups eigentlich. Vielleicht mal abgesehen vom Killerfish, der eine für ihn typische Armee hat eigentlich. Würde ich jetzt mal sagen. Gut durchmischt, keine wirklichen Brüller-Einheiten, aber eben so halt das, was Killerfish wirklich sehr gut spielen kann. Helkanis mit seiner Infanterie-Dampfwalze ein bisschen ergänzt durch die Lunden. Und ja, Hunting und ich eigentlich mit gut ausbalancierten Armeen, würde ich sagen. Und ich lasse das Spiel jetzt einfach mal laufen. Hunting und ich, wir hatten uns dann darauf geeinigt, dass wir hier wirklich Position beziehen eigentlich. Vor allem einerseits, um den Schrein zu schützen
und andererseits einfach um Killerfish hier wegzuhalten, dass wir nicht gedoppelt werden können. Also ihr seht, hier ist die rote Linie, wir schirmen hier eigentlich ab. Ich decke den Flügel hier, hier drüben decken wir mit der Kavallerie gegen diese relativ leichten Truppen vom Killerfish. Ja, und der Helkanis kommt hier schon mal mit einem Naginata-Begleiter in die Nähe meines Generals, aber das ist ein Bogengeneral. Schicke jetzt auch die Wukus nach drüben. Den Schrein, den haben wir eigentlich. Yeah. Das Entscheidende hier ist sicherlich jetzt ein bisschen, dass man aufpassen muss auf den Killerfish. Weil Killerfish mit seiner 200er Range bei seinem General, das ist einfach gefährlich, aber die Map kommt ihm hier nicht entgegen, weil er hat einerseits den Wald, das bremst ihn, ich meine den Fluss, das bremst ihn, und andererseits hat es viel Wald, wo man Lunden verstecken kann hier. Und da muss natürlich der Killerfish seinerseits aufpassen, dass er hier nicht, ja, erwischt wird. Ich meine, das hier ist eine gefährliche Falle für einen General, der nicht aufpasst. Ja. Es sind an sich billige Einheiten, Begleiter und Lundenschloss Ashigaru. Aber wenn der Gen da vorne durchrennt, das kann übel enden. Gut. Ja, Bogendojo, Killerfish holt sich das jetzt mal. Hier drüben, eigentlich immer noch das alte Spielchen. Ich kann sagen, ohne allzu viel zu verraten in diesem Spiel, die meiste Action wird eigentlich hier passieren, vorderhand. Killerfish setzt hier zu einer Flankierung an. Er hätte natürlich alternativ auch ein bisschen hier aufschließen können zum Helkanis. Aber Killerfish spielt das sehr, sehr vorsichtig und er hat ja auch recht. Ich meine, der ganze Wald hier, die Flüsse, da ist enorm viel Raum für Finden. Er setzt seinen General wie immer sehr offensiv ein, Killerfish. Ich schicke ihm jetzt hier eine leichte Kavallerie entgegen, damit er nicht zu forsch kommt hier. Ja, und hier ist das Spielchen klar. Die Lunden werden hier positioniert. Die Naginata-Begleiter in dieser Schrägform, um das Dojo zu sichern. Das gehört jetzt wieder niemandem hier. Ja, und mein General verschwendet seine Munition hier auf die Naginata-Begleiter. Aber das ist okay. In einem 2 gegen 2 kann man das machen. Da kommt es jetzt nicht so auf jeden Schuss an am Ende. Ja. Das Lundenfeuer kann hier wirklich tatsächlich noch um diese Ecke rumschießen. Aber er erwischt eigentlich nur meinen Naginata-Begleiter, der Helkanis hier. Und ich habe auch Lundenschloss-Samurai hier. Und jetzt kommt auch noch der Hunting und ein Kriegermönchen. Und ja, die können wir schön einschenken hier. Schöne Salve. Hier hinten hat der Killerfisch mir meine leichte Kavallerie zu ihm zusammengeschossen eigentlich. Aber dafür hat man ja eigentlich auch leichte Kavallerie, dass man sie nämlich auf eine, boah, solche Art und Weise opfern kann. Helkanis verliert jetzt einen Naginata-Begleiter, wird angecharged von Longyari Ashigaru, schießt jetzt gleichzeitig mit den Tertios, aber meine Lunden, die können ebenfalls zurückschießen. Und jetzt kommt hier hübscher kleiner Charge von mir mit leichter Kavallerie in Keilformation mitten in die Tertios rein. Bringt nicht so wahnsinnig viel jetzt hier im Moment gerade, aber es bringt Zeit und die leichte Kavallerie, das ist eine billige Einheit. Ich ziehe sie auch wieder raus jetzt. Und hat er doch ein bisschen was verloren hier. Nur noch 76 Tertios. Also das hat was gebracht und gleichzeitig konnten eben die anderen Lunden weiterfeuern. Wird häufig unterschätzt, diese Charges mit der leichten Kavallerie. Da denkt man immer, ah, das bringt doch nichts, das war jetzt nichts. Ihr dürft eben nicht immer nur auf die Kills schauen bei so einem Charge. Wenn sich zwei Lunden rein gegenüberstehen und ihr könnt mit einer billigen Einheit in die gegnerischen Lunden reinchargen, dann geht es nicht mal primär darum, den Schaden anzurichten, aber man verhindert natürlich, dass die gegnerischen Lunden feuern können, während die eigenen Lunden eben schießen. Und so potenziert sich eben eigentlich der Schaden, den man anrichtet, mit einer verhältnismäßig günstigen Einheit, wie der leichten Kavallerie. Ja. Ihr seht, es ist immer Bewegung drin, also das ist kein Camping hier. Es ist doch immer ein bisschen was sich am Bewegen, am Vorwärtsmarschieren, Zurückmarschieren. Aber, naja, der Killerfisch bringt jetzt seinen Bogen-Gen, den Hai, einen sehr kreativen Namen, wie ich finde. Ich meine, ja, andere nennen ihre Generäle irgendwie Super Monster Killer oder, ich weiß auch nicht, Babu the Great oder was auch immer. Er hier nennt seinen General Hai. Macht ihn irgendwie sympathisch, den Killerfish, finde ich. Und schießt jetzt aber eher unsympathisch auf meinen Mitspieler, aus meiner Sicht. Und er schießt auf die Lundenschloss-Kriegermönche, weil
Das ist eine gefährliche Einheit. Ja, und das Spiel verharrt in einer gewissen Passivität. Dojos, Bogendojo auf Seiten unserer Gegner. Das Bauernhaus haben sie auch geholt. Klar, Killerfisch, der deckt hier hinten alles ab. Bringt ihm aber nicht wahnsinnig viel, weil natürlich, er kann nicht einfach hier raufstürmen. Das kommt nicht gut. So, und jetzt kommt nochmal ein Charge mit meiner Billigkavallerie. Elkanis verliert hier seine Lumpenschloss-Kriegermönche. Die haben eine üble Salbe abgekriegt. Meine leichte Kavallerie charged jetzt hier schön in die Tertios hinein. Die Tertios nehmen Schaden. Und werden vor allem am Schießen gehindert, das ist schon mal ganz gut. Jetzt kommt hier Helkanis mit einer Katana-Kavallerie und chargt voll in die Lundenschlosskrieger. Manche kriegt aber gleichzeitig von meiner Lunte hier eine Salbe ab. Ja, schönes Lumpenfeuer hier. Und ja, die Katana-Kavallerie, schaut euch das an. Wow. Das mag Katana. Wenn es etwas gibt, was Katana-Kavallerie nicht mag, dann ist es Lumpenfeuer. Fliehen die ziemlich schnell. Jetzt werden sie auch noch angecharged hier von der Feuerkavallerie. Und da ist die Katana-Kavallerie weg vom Helkanis. Helkanis, Problem von Helkanis hier wirklich, es steht ein bisschen auf verlorenem Posten. Ich meine, der Killerfisch, der gibt ihm hier zwar gute Unterstützung mit dem General, er hat hier auch Einheiten positioniert, aber die Masse von gegnerischen Einheiten auf dieser Seite ist eben schon ziemlich erdrückend und Killerfisch kann es eigentlich nicht riskieren, hier einfach raufzurennen. Und ja, ist eine relativ heikle Situation. Ja, und die Naginata-Begleiter, die sind jetzt Geschichte hier. Diese Naginata-Begleiter, die halten immer noch das Dojo. Obwohl, die haben die Hosen so ziemlich voll jetzt. Killerfisch kommt auch mit Lumpenschloss-Samurai, aber da reagiert der Hunting. Kommt mit einer leichten Kavallerie, muss jetzt aber aufpassen, dass er hier nicht reinläuft. Und kann gleich noch abbiegen. Jetzt kommt Helkanis mit leichter Kavallerie und charged in meine Lunden. Kommt mit den Naginata-Begleitern, versucht ihn abzufangen. Kommt aber trotzdem rein. Auch das war ein guter Charge vom Helkanis. Und jetzt kann er natürlich nachziehen. Jetzt kommt er hier mit den Naginata-Kriegermönchen. Aber ihr werdet sehen, ich setze gleich zu einem Counter-Charge an hier mit der Yari-Kavallerie. Bam! Kann so den Schaden eigentlich minimieren. Seine Kavallerie ist weg. Und jetzt verliert er natürlich auch noch diese Naginata-Kriegermönchs-Kavallerie, wenn er nicht aufpasst. Hunting prescht mal vor, mal zurück. Ja, und jetzt brechen hier die Dämme. Bin mit meiner Yari-Kavallerie hier in die Tertios vom Helkanis reingecharged. Gleichzeitig ziehe ich mit Long Yaris und mit Wuku-Kämpfern nach. Habe auch noch die Naginata-Kriegermönchs-Kavallerie hier im Infight. Jetzt geht's hier ans Eingemachte. Ja, und in der Mitte sieht es jetzt nicht so gut aus für Helkanis. Er verliert jetzt hier seine Einheiten, kommt aber gleichzeitig mit leichter Kavallerie gegen meinen Blob hier und kann in den Rücken reinschatschen, kriegt aber Feuer von meiner Lunte, die ist immer noch sehr, sehr gut positioniert. Der Hunting Command auf der anderen Seite wird immer noch befeuert hier vom Killerfisch. Und jetzt zieht sich die Schlacht wirklich um diese Ecke, um dieses Eck hier. Ja, der Hunting Command kommt ebenfalls mit einer leichter Kavallerie, um mich hier zu entlasten. Und ihr seht, jetzt kommt so tröpfchenweise eine Einheit nach der anderen und jetzt zieht Helkanis voll rein. Hier kommt mit Kriegermönchen, kommt mit allem, was er hat. Wird noch unterstützt von der Yari-Kavallerie und jetzt charged hier die Kavallerie in meinen General. Aber der hat Banzai. Der kann aushalten, der kann hier aushalten. Weil es ist ein Selbstmordkommando. Also der kann auf Dauer gegen eine Yari-Kavallerie und gegen zwei Yari-Kavallerie-Einheiten. Das kommt nicht gut und jetzt kommt der Hunting Command und gibt Unterstützung. In der Mitte sieht es jetzt aber nicht so gut aus für den Helkanis. Er wird jetzt hier von meinen Nodachis angecharged und ja, die Naginata-Kriegermönche, die haben zwar einen hohen Skill, aber gegen Nodachis tut dann eben doch weh und ich komme noch mit der Lunte nach. Jetzt läuft hier wirklich die ganze Action auf diese Seite. Jetzt haben wir da Killerfisch, zieht nochmal mit einer Kavallerieeinheit um diese... Ich meine, das ist ein Kampf auf der Briefmarke hier. Das ist wirklich Briefmarke. Der kleine Platz wird ausgenutzt. Jetzt zieht er mit der Naginata-Kavallerie in den Rücken, wird aber seinerzeit von mir nochmal abgefangen mit der Yari-Kavallerie. Wird meinen General hier leider nicht retten. Der geht vermutlich drauf, so wie ich das gesehen habe. Aber die Lunte, die kann schön reinschießen. Und jetzt kommt wieder eine Einheit, wieder über den Flügel Yari-Kavallerie. Gleichzeitig kann Hunting Command wieder entlasten auf dieser Seite. Ja, also ihr seht's.
Dafür wird jetzt hier natürlich Platz frei. Ihr seht, ich meine, der Helkanis, der ist mit seiner ganzen Armee jetzt hier rein gecharged. Und das gibt Platz. Das gibt Platz für den Hunting Command. Gleichzeitig kann ich hier abschirmen mit den Lunden. Ich habe auch noch Yarya Shigaru hier. Ich habe noch Nodachis hier. Ja, noch Feuerkavallerie. Hinten noch eine leichte Kavallerie. Und im Prinzip geht es jetzt eigentlich nur darum, den Helkanis hier auszunehmen. Denn in dem Moment, wo wir den Helkanis erledigt haben, können wir uns dann um den Killerfisch kümmern. Aber das ist keine einfache Aufgabe. Kommen nochmal mit der Yari-Kavallerie jetzt Backcharge in die Kavallerie der Naginata-Kriegermönche und der Killerfisch verliert hier seine beiden Kavallerieeinheiten. Helkanis hat noch Kriegermönche und er hat noch zwei Einheiten Kriegermönche. Sonst haben die Jungs jetzt alles verloren auf dieser Seite. Der Killerfisch hat noch den größten Teil seiner Armee. Er kommt jetzt hier und das ist ein ganz cooles Manöver, wie ich finde, vom Killerfisch. Da ist er mit einer leichten Kavallerie um die Ecke gesneakt hier und schickt die leichte Kavallerie jetzt hier in den Rücken. Ja. Zieht mit der jetzt dann über den Hügel drüber und lanciert einen Charge hier mitten rein. Hat er clever gemacht. Helkanis verfolgt mit seinen Kriegermönchen hier meine Lunden. Jetzt, ihr seht, also allein die Anwesenheit dieser leichten Kavallerie, die löst hier so ein bisschen Panik aus. Aber jetzt können wir sie erwischen, jetzt wird sie gecatcht hier. Bam. Ja. Kommt meine Feuerkavallerie, die ist noch, die hat noch ziemlich viele Männer drin. Ja. Hat noch fast 50 Mann. Und jetzt ist hier die Kriegermönchseinheit vom Helkanis Geschichte. Gleichzeitig ist auch die leichte Kavallerie vom Helkanis Geschichte. Ja. Puh. Und der Helkanis hat jetzt ein Problem jetzt hier. Wir hatten hier noch eine. Das ist alles, was noch übrig ist vom Helkanis. Und jetzt beginnt das große Rennen. Das ist eine Kriegermönchseinheit. Ich habe sie versucht anzuchargen hier. Manchmal fliehen die dann. Hat aber nichts gebracht. Hat sich wieder gefangen. Das ist eben kein Ashigaru. Hm? Also, kurze Bestandesaufnahme. Das Geprügel auf dieser Seite, das haben der Hunting Command und ich für uns entschieden. Helkanis ist eigentlich keine Gefahr mehr in diesem Spiel, weil er hat nur noch diese eine Einheit. Dennoch ist dieses Spiel nicht entschieden. Hm? Wir schauen mal, was noch übrig ist. Ich meine, der Hunting hat noch Yari-Kavallerie, leichte Kavallerie, aber nicht sehr hoch geskillt. Das sind noch drei Kavallerieeinheiten. Er hat hier noch eine leichte Kavallerieeinheit, sehr angeschlagen. Er hat noch Nodachis. Ich habe noch Yari-Kavallerie und Feuerkavallerie, aber das ist eigentlich nicht mehr wirklich viel hier. Ich habe noch eine Lunte, eine angeschlagene. Ich habe noch eine Lunte, ich habe noch Naginata-Begleiter, ich habe noch Nodachis, ich habe noch Yarya Shigaru. Dazu kommen Luntenschloss Ashigaru, Naginata-Begleiter, der General, kugelsicherer Samurai und hier noch ein paar Einheiten. Nodachi, Naginata-Begleiter, Naginata-Begleiter. Hm? Aber ihr seht hier oben, ich meine der Balken, also die Armeen sind immer noch fast gleich groß. Hm? Weil der Killerfisch hat eigentlich noch, boah, ich würde sagen, 90% seiner Armee oder 85% seiner Armee, die ist noch da. Hat noch seinen General, hat hier noch Naginata-Begleiter, Kriegermönche, hat Lunden, Long Yaris, ich sage immer Long Laris, sage ich immer, blablabla. Also, es sind Long Yari Ashigaru, eine sehr effektive Einheit Level 7. Wir haben noch Lundenschlusskriegermönche, 125er Range, Naginata-Begleiter, kugelsicherer Samurai, Lundenschluss-Samurai, Yari Ashigaru Level 9. Und Marathonmönche, also. Und er hat eben diesen elenden Bogen-Gen. Das ist wirklich was ganz, ganz Ekliges. Hm? Deshalb, jetzt einfach hier nach vorne rennen, das wäre keine gute Idee. Ja? Weil, erstens mal hat der Killerfisch zwei Dojos. Er hat das Bogen-Dojo und er hat das Bauernhaus mit der Ausdauer. Das heißt, seine Einheiten haben da schon mal einen Vorteil. Wir haben zwar das Moral-Dojo, aber trotzdem, jetzt einfach nach vorne rennen und blind angreifen, das wäre keine gute Idee. Wir schauen nochmal kurz, was der Helkanis hier macht. Er rennt natürlich davon jetzt. Nein, anders gesagt, er rennt nicht davon. Sein Ziel ist natürlich, dass er mit seiner noch übrig gebliebenen Kriegermönchseinheit die Reihen vom Killerfisch verstärken kann. Ich jage ihn hier noch mit einer Lundenschloss-Samurai-Einheit. Hatte gehofft, dass ich vielleicht noch ein paar Salben auf ihn abkriege. Hat aber nicht mehr geklappt, leider. Naja. Auf der anderen Seite versucht jetzt natürlich der Killerfisch wieder in die Nähe des Moral-Dojos zu kommen.
Er hat noch starke Einheiten. Also ich meine, der Vergleich zum Hunting Command und mir, wir sind so ziemlich zerzaust hier. Jetzt greift der Killerfisch hier auf diesem linken Flügel an mit der Kavallerie. Versucht hier einen Gegenangriff vom Hunting Command zu provozieren. Das gelingt ihm auch. Macht das gut, zieht jetzt mit den Kriegermönchen und auch mit den Naginata-Begleitern nach. Und pinnt hier mal eine Kavallerieeinheit vom Hunting. Und ich meine, das sind keine hochgeskillten Kavallerieeinheiten. Ne? Level 2 Yari Cav, die hält da nicht viel aus in so einem Match. Der Killerfisch muss seinerseits jetzt aufpassen, zieht ebenfalls raus, dass ihm hier nicht alles wegrennt. Hat natürlich hier den Nachteil, dass er eben bergauf angegriffen hat oder angreifen musste. Und versucht jetzt hier das Dojo zu negieren. Und macht das nicht schlecht, Killerfisch. Hunting muss aufpassen, dass er hier nicht in die Lunden reinrennt jetzt. Die haben ein gutes Schussfeld. Zieht wieder zurück. Also ihr seht, sehr vorsichtig gespielt eigentlich, obwohl es... Ja, es bleibt dann eigentlich auch nichts anderes übrig auf dieser Map, als vorsichtig zu spielen. Deshalb finde ich die Map noch ganz cool. Sie bietet wirklich viele Möglichkeiten, eben mit diesen Wäldchen, mit diesen Erhöhungen. Ja, jetzt kommt der Charge hier bergab vom Hunting Command. Bam. Da verliert natürlich der Killerfisch sehr, sehr schnell Einheiten. Kann aber wieder nachziehen mit den Kriegermönchen. Ja, der Hunting verliert jetzt auch Einheiten. Leichte Kavallerie. Jetzt flieht hier alles. Ja, die Kavallerie vom Killerfisch dürfte bald Geschichte sein. Die leichte Kavallerie könnte sie nochmal fangen. Die ist erschreckt worden hier. Kriegsschrei. Ja, haut sie ab. Naja. Ich komme jetzt ebenfalls mit Kavallerie, um den Hunting hier ein bisschen zu unterstützen. Ja, und die Atahelkan ist noch eine schöne Salve abgekriegt. Von den Lunden im Wald, von meiner angeschlagenen Lundeneinheit. Na, immer ein paar Männer gekillt noch. So. Also. Ihr seht, das Ganze dreht sich jetzt ein bisschen Richtung Moral-Dojo, weil, ja, ist ein wichtiges Dojo letzten Endes. Ich muss einfach aufpassen, dass ich jetzt nicht noch meine Kavallerie verliere, weil Hunting hat ziemlich geblutet hier auf der Flanke. Er hat noch Long Yaris, er hat noch 2 Einheiten Kavallerie und der Killerfisch hat natürlich sukzessive jetzt die Flanke hier verstärkt und ist mit seinen Einheiten hier rübergezogen. Und Hunting chargt jetzt hier die leichte Kavallerie an, kriegt aber Feuer vom Bogen-Gen. Und das ist übel. Bogen-Gens, die richten extrem viel Schaden an. Bam. Ihr seht, jede Salve macht Kills. Hier drüben. Kommt jetzt der Killerfisch mit seinem kugelsicheren Samurai. Aber wir haben einen Long Yari Ashigaru vom Hunting Command auf Reserve. Ja, und der Hunting verliert hier seine Kavallerie. Hat er gut gemacht, der Killerfisch hier eigentlich. Relativ wenig Verluste eingefahren. Und den Hunting Command doch ziemlich zerzaust hier. So, und ihr seht, diese Schlacht ist noch lange nicht vorbei. Ja, ich denke, das große Problem ist wirklich der Bogen-Gen. Vom Killerfisch. Wenn der Killerfisch den Bogen-Gen nicht hätte, dann hätten wir hier eigentlich schon längstens einen Angriff machen können. Oder wagen können, sage ich jetzt mal. Aber der Bogen-Gen, wenn man da nicht mehr so viel Kavallerie hat, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Das kann dann ziemlich in die Hose gehen, weil so ein Bogen-Gen im Endgame, wenn man dann nichts mehr hat, außer ein paar Naginata-Begleitern und Yari Ashigaru, dann wird das übel. Aber in dem Moment haben dann der Hunting Command und ich beschlossen, komm, jetzt packen wir es an. Ihr seht, also der Angriffsbefehl wurde erteilt und jetzt zieht alles vorwärts. Ja. Die ganze Front setzt sich in Bewegung. Und jetzt schöne Salve auf den Bogen-Gen. Da hat der Killerfisch nicht aufgepasst. Killerfisch schießt hier auf der anderen Seite auf meinen Naginata-Begleiter. Was auch nicht unbedingt so effizient ist. Jawohl, und jetzt kommt der Angriff. Ich ziehe mit meiner Kavallerie hier über die Flanke.
Meine Lunden ebenfalls jetzt in Schussposition, können ebenfalls schön schießen auf die Lundenschloss Samurai vom Killerfisch. Können ordentlich Kills machen. Hier ist auch noch der Helkanis ist auch noch da. Ja, Helkanis in der Mitte des Geschehens mit seiner letzten Einheit, Last Man Standing. Jetzt kriege ich hier einen schönen Charge mit der Feuerkavallerie auf den General vom Killerfisch. Schön hintendurch gesneakt und dann den General gepinnt und das war jetzt nicht so schlecht. Ja. Den General erwischt mit diesem Umgehungsmanöver. Und er dürfte, glaube ich, jawohl, der General ist weg und das war's wert. Ich verliere zwar meine Feuerkavallerie, aber ich finde, das war's wert. Weil die gefährlichste Einheit, die wurde aus dem Spiel genommen durch diesen Charge jetzt. Und ich kann sogar die Feuerkavallerie noch retten, hat noch 20 Mann. Ja, und jetzt hat dieses Schlacht wieder ein ganz, ganz anderes Gesicht bekommen. Hm? Weil in dem Moment, wo natürlich dieser Bogen-Gen weg ist, hat der Killerfisch einerseits ein Moralproblem und andererseits fehlt ihm seine Range-stärkste Einheit. Und wir haben ja noch Lunden. Ja, pflügen jetzt hier um das Dojo herum. Meine Nodachis hier im Infight zusammen mit den Yari-Ashigaru gegen die Kugelsicherung vom Killerfisch. Feuerkavallerie ist noch da. Der Hunting prescht jetzt nach vorne hier. Muss aber aufpassen, läuft hier ein bisschen in den Wald hinein. Schöne Salbe in dieser Lundenschloss-Samurai-Einheit. Pinnt jetzt hier den Killerfisch im Wald. Mit den Long Yaris, mit den Odachis, gegen die Marathonmönche und gegen die Yari Ashigaru. Machen wir noch ein Close-Up hier. Da spritzt das Blut. Yeah! Aua. Es spritzt das Blut und es rollen die Köpfe im alten Japan. Aua. Gut, also ihr seht's. Hier drüben haben wir uns durchgesetzt. Und ja, jetzt dreht sich dieses Spiel doch langsam zugunsten von mir und vom Hunting, weil der Killerfisch, was hat Killerfisch noch? Er hat noch seine kugelsicheren Samurai, er hat hier noch Lundenschloss Kriegermönche, aber jetzt komme ich hier mit der Feuerkavallerie. Diese Feuerkavallerie, die war wirklich ziemlich heftig in diesem Spiel. Und erwischt jetzt auch noch seine Lunden hier. Hm? Das reicht schon, ich meine, das reicht schon. Und die kommt, ich glaube, die kommt sogar noch in die Lundenschloss Samurai. Ja, die kommt sogar noch in die Lundenschloss Samurai rein. Also unglaublich, diese Feuerkavallerie. Level 9. Die Jungs haben es extrem gebracht in dieser Schlacht. Die fangen sich wieder. Machen Kills ohne Ende hier. Sehr schön. Ja. Ja, und in dem Moment ist es eh schwierig geworden für den Killerfisch, weil er hat eigentlich nichts mehr. Er hat nur noch Lunden, noch zwei Lundeneinheiten. Er hat noch einen kugelsicheren Samurai hier hinten, aber dann nützt ihm auch nichts mehr. Ja. Womit die Schlinge enger gezogen wird. Alles, was ich noch habe, sind zwei Lundeneinheiten. Die Lundeneinheit und die Lundeneinheit. Das ist mal ein Lehrbeispiel dafür, wie man seine Lunden beschützen kann bis zum Schluss. Normalerweise gehen die mir sonst immer drauf. Naja. Gut, also das Spiel ist vorbei. Denn diese Nodachis, die werden gleich einen Charge kriegen hier. Den schauen wir uns noch an. Auf diese Kriegermönchseinheit. Bam. Und der General, der kommt auch noch nach. Kommt jetzt weg mit dem. Schießt er den noch? Hat er ihm doch noch einen weggeschossen hier? Jawohl. Schön gemacht. Ja, und das war's. Unsere Verbündeten sind geflohen. Ja, Leute, das war eine Schlacht. Das war eine absolut hammeraffengeile Schlacht, finde ich. Wegen sowas spiele ich Shogun, liebe Leute. Das hat Spaß gemacht. Da war Taktik drin. Da war Strategie drin. Hä? Da waren gute Einheiten zu sehen, da waren gute Moves zu sehen. So macht Shogun Spaß, finde ich. Kann man, glaube ich, ziemlich bescheiden hier betonen, dass das wirklich eine coole Schlacht war. Wir schauen uns noch die Statistik an. Ja, und ihr seht, also ich meine,
Spielen mit ausgeglichenen Setups, das er ermöglicht dann eben auch solche Schlachten, dass man wirklich mit Speeren, mit Schwertern, mit Kavallerie, mit Lunden, da öffnen sich schon ziemlich viele Möglichkeiten. Wir schauen uns die Kills an. Hunting Command 919 Kills, ich habe 1188 Kills gemacht, Killerfish mit 1432 Kills und Helkanis mit 881 Kills, den hat es ziemlich früh genommen in diesem Spiel. Muss ihm aber vielleicht auch ein bisschen zugute halten hier, dass er doch eben ein bisschen allein auf weiter Flur war, auf der Dojo-Seite bei uns, der Moral-Dojo-Seite. Er hatte es eigentlich mit zwei Gegnern zu tun und das ist nie gut und dafür hat er sich eigentlich gut geschlagen, finde ich. Individuelle Statistik, bei mir die Lunden mit 210 Kills und dann die Feuerkavallerie, klar, 134 Kills gemacht. Beim Killerfish, der General, ja klar, 246 Kills mit dem Bogengeneral und die kugelsicheren Samurai mit 238 Kills. Marathonmönche nicht so stark. Beim Hunting, Nodachis 119 Kills, Lundenschlosskriegermönche 113 Kills. Und wir schauen uns noch beim Helkanis an, was da, ja, die Alpenrammler 158 Kills und all die anderen Einheiten mit den nicht jugendfreien Namen. Ja, gut. Schönes Match, hat Spaß gemacht und ich hoffe, es hat euch auch gefallen beim Zusehen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn nein, könnt ihr auch einen nach unten geben. Nein, schreibt einen Kommentar hin, was auch immer. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.